Unter den vielen Bluetooth-Lautsprechern ist es inzwischen schwierig, noch etwas zu finden, was einen nachhaltig beeindruckt. Der Boomer Dock Tap Stand von der Firma Ultron hat dieses zumindest bei mir aufgrund seines außergewöhnlichen Designs erwirkt. Und damit herzlich willkommen bei Android TV hier aus Berlin. Ein großer Nachteil bei den meisten Tablets sind die schlechten bis hin zu leisen Lautsprecher. Hier könnte die Tabletthalterung mit Freisprechfunktion von Ultron gerade beim Videoschauen zum einem wahren Kinovergnügen verhelfen. Ob dem so ist und ob ein Preis von aktuell knapp 60 Euro gerechtfertigt ist, soll nun unser First Touch and View Video klären. Also nicht abschalten, denn nach nur einem Break geht es los mit dem Tap Stand. So, da bin ich auch nun zu dem Ultra Boomer Dock Tap Stand, was mit einem Stereo Bluetooth Lautsprecher ausgerüstet ist. Und ich muss gestehen, ich habe mir das mal bestellt, weil ich einfach sagen muss, dass es mir vom Design her unheimlich gefallen hat. So, jetzt müsste ich es natürlich auch mal ausgepackt bekommen, ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Da ist es auch schon. Ich hoffe, das ist so alles halbwegs im Bild, wobei das jetzt auch nicht großartig von Bedeutung ist, was ich jetzt hier mache. So, da haben wir so eine Kunststoffverpackung. Aha, das Gerät ist also schon mal aus Aluminium, also aus Metall und von daher also auch schon mal recht hochwertig verbaut. Vom ersten Eindruck her. Schauen wir mal, was noch in der Verpackung mit bei ist. Da haben wir einmal ein übliches Netzgerät. Ich vermute mit USB, genau so ist es auch. Ich komme mal ein bisschen näher ran, damit ihr das auch seht. USB-Netzgerät hier unten für die, die gute Augen haben. Auch die Ampere-Stärke. Ich müsste jetzt lügen, aber ich denke mal 5 Volt 1 Ampere. Aber gut. Dann haben wir weiterhin dabei ein 3,5 mm Stereo-Klinkenkabel. Das wird wahrscheinlich als AUX-Kabel verwendet werden, dass man also beispielsweise von einem Smartphone oder Tablet den normalen Klinkenausgang benutzen kann, Audioausgang oder vom Computer oder und den dann wahrscheinlich hinten in den Tab-Stab reinstecken kann, in den AUX-In. Dann haben wir noch ein Micro-USB auf Class A USB, auch standardisiert, kennt man, sehr dünn, vermutlich auch nur mit einer Strom-Pin-Belegung, also nicht zwingend für Datenübertragung geeignet. Ja, dann haben wir noch eine Gebrauchsanleitung dabei und zwar vorrangig in deutscher Sprache und in englischer Sprache und das erklärt sich auch von daher, dass das Unternehmen Ultron, nämlich 2001 gegründet, ein deutsches Unternehmen ist, was sich in, ich habe mal auf die Internetseite geguckt, hier www.ultron.de auch als Hersteller dieser Produkte nach außen hin gibt. Also kein gelabeltes China-Produkt, sondern tatsächlich made in Germany, was dann eventuell auch den Preis von UVP, also unverbindliche Preisempfehlung 69,90 erklären würde, was sicherlich schon mal darauf hindeutet, dass es kein günstiges China-Produkt ist. So, wir gehen mal noch ein bisschen ran hier mit der Kamera. So, das sollte dann auch reichen. Und schauen uns das Gerät mal ein wenig näher an. Wie gesagt, also wir haben hier so eloxiertes Aluminium, was so ein bisschen glitzert, sag ich mal, im Licht. Hier das Logo, was solch ein, ja, ich sag mal, gummierter Propfen ist, weil da wahrscheinlich nachher das Tablet anlehnen wird oder eventuell auch ein Smartphone. Hier unten ebenfalls auch nochmal gummiert. Und ja, dann hier dieser schöne geschwungene Bogen aus vollem Metall. Ja, Werkstoff selber kann ich gar nicht sagen. Ich weiß, Aluminium vermute ich mal nicht. Dazu ist es mir eigentlich zu starr. Aber es sieht halt Aluminium eloxiert aus. Gut, kann ich euch jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall Metall. Dann haben wir an der rechten Seite ein kleines Kunststoffgehäuse drunter,
worin sich dann wahrscheinlich das Netzteil befindet. Hier haben wir also den Anschluss für das Netzgerät im typischen Micro-USB. Und daneben haben wir den vermuteten AUX-Anschluss auf 3,5 mm Klinke. Hier oben sehen wir schon einen von den beiden Lautsprechern. Und der große Unterschied schon mal zu den anderen herkömmlichen Lautsprechern ist, dass hier tatsächlich Stereo-Lautsprecher verbaut werden, die dann auch entsprechend von rechts nach links, rechts und links ausstrahlen, was dann, denke ich mal, auch ein breites Stereobild geben wird, aber das werden wir gleich testen. Hier vorne haben wir eine Schaltereinheit, die von links nach rechts die Skip-Funktion hat, beziehungsweise laut, hier ist leiser, Entschuldigung, leiser, also hier sieht man das vielleicht ganz fein. Mit meinen alten Augen ist das schon nicht mehr so leicht. Also hier sieht man den Lautsprecher Minus, also Leiser-Taste. Und zwar gedrückt halten ist dann Leiser-Taste. Einmal drücken ist Skippen nach hinten. Skippen nach vorne an dieser Taste. Nach einmal tippen und gedrückt halten ist die Lauter-Taste da. Neben befindet sich ein Loch. Habe ich die ganze Zeit das Ding nicht in der Kamera gehalten? Man möge mir das entschuldigen. Also hier Skippen nach hinten, leiser gehalten. Hier lauter und skippen nach vorne. Hier drunter ist Mikrofoneingang, befindet sich ein Mikrofon, denn das Ding kann auch frei, hat eine Freisprechfunktion. Dann haben wir hier die Play-Taste bzw. Pause-Taste und hier ist die Power-Taste bzw. auch die Verbindungstaste zu einer Bluetooth-Verbindung, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. So, jetzt haben wir doch einen kompletten Satz draus gemacht. Ja, dann sind wir an sich auch einmal schon komplett drum. Gucken wir uns das nochmal hier unten an. Hier steht es auch nochmal, dass es ein deutsches Unternehmen ist, mit Adresse und allem drum und dran. Ja, also mir hat von vornherein halt schon mal das Gerät an sich von der Form her gefallen und dass es natürlich auch aus Metall ist, das gefällt mir persönlich sehr gut und für solch ein tolles Design musste es natürlich auch ein sehr hochwertiges Tablet sein, was auch vom Design her sehr hochwertig ist. Ui, da muss ich glatt mal rauszoomen. So. Jetzt sollten wir das alles schön im Bild haben. Und zwar das Sony Tablet Xperia Z, wasserfest und vom Design her ein wahres Schmankerl. Das passt natürlich hervorragend zu diesem schicken Tab-Stand von der Firma Ultron. Und ja, man fragt sich natürlich, wofür brauche ich eigentlich so einen Tab-Stand? Weil ich sag mal, in der Regel, wenn ich das Tablet nutze, habe ich es ja in der Hand. Und werde es jetzt wohl kaum so benutzen, wie es jetzt hier gerade in dem Tab-Stand steht. Yeah, in der Hamburger Jung. Nee, sondern sinnvoll wäre wahrscheinlich, wenn man sich Bilder betrachtet, halt, das heißt also sich automatisch Bilder fortlaufend anschauen möchte oder die Steigerung des fortlaufenden Bildes wäre ein, richtig, Video und genau das macht natürlich Sinn. Man schaut sich hier schick ein Video an, leider mangelt es dann meistens an dem Sound. Gut, Sony ist hier schon ein bisschen hochwertiger, die haben hier ihre Lautsprecher rechts, links, unten und an den Seiten montiert. Dazu kommen wir aber in einem Video, wo wir uns des Tablets, des Xperia Z widmen, des wasserfest nach IP55 und 57, staubsicher, aber das es kommt an einer anderen Stelle. Aber trotz alledem kann so ein kleines Tablet, vor allen Dingen so ein dünnes Tablet, nicht ordentlich Sound bieten. So, und da wollen wir jetzt mal schauen, wie wir intuitiv mit dem Bluetooth 3.0 hier eine Verbindung zu unserem Tablet herstellen können. Dazu müssten wir erstmal hier das Bluetooth einschalten. Unter Settings, Bluetooth, zack, eingeschaltet. Und hier müssen wir das Gerät gedrückt halten. So, jetzt ist es an und wir halten weiterhin gedrückt, damit er in den Suchmodus geht. Ah, da hat er ihn ja schon. Ui, ich werde verrückt. Verbindung wird hergestellt. Na, das ist ja ein ganz schneller. Ich werde bekloppt. Und schon ist er verbunden. Ja, jetzt bin ich aber ein bisschen beeindruckt, ehrlich gesagt.
Okay, hat das auch das Audiosignal gegeben. Ihr seht, Telefon-Audio-Einheit ist verbunden, denn hier kann man ja auch eine SIM-Karte reinmachen in das Tablet und Media-Daten sind miteinander verbunden. Man kann nämlich interessanterweise, für die, die es noch nicht wussten, auch mit einem Tablet beispielsweise die Telefoneinrichtung über ein anderes Bluetooth-Gerät machen und hier beispielsweise über das Dock nur die Musik abspielen lassen. Also man hat beispielsweise ein Headset im Ohr drin und möchte damit nur telefonieren und möchte aber trotzdem, weil man gerade am Schreibtisch am Arbeiten ist, entsprechend die Musik von dem Dock hören. So, jetzt sollte das Ganze aber auch schon verbunden sein, sodass ich gerne mal testen wollen würde, wie denn sich das in einem Video macht, beziehungsweise ob dann auch der Sound entsprechend hier rüberkommt. Wir haben mal hier ein Making of Kill Bill. Okay, damit. Leck mich fettig. Okay, das war jetzt ein bisschen sehr laut. Das könnt ihr wahrscheinlich über die Kamera nicht so richtig nachvollziehen. Ich muss mal hier gerade leiser machen. Aber für diesen Fall hat der Matt schlauerweise natürlich ein Dezibel-Messgerät, was ich euch mal parallel dazu zeigen werde, damit ihr seht, was hier eigentlich los ist. So, das hat jetzt also im normalen Zustand 20 Dezibel, also ohne dass irgendwas passiert. Ich bin mal noch mal kurz ruhig. Ja, etwas drüber. Und wenn ich spreche, sind wir so zwischen 50 und 60 Dezibel. Und jetzt lasse ich mal den Kumpel hier laufen und drehe den dann auch gleich ein bisschen auf von der Lautstärke her. With the idea of doing a revenge movie with a woman, it'd be a cool exploitation kind of thing, and she'd play an assassin, but not just an assassin, on the Japanese station, like with the right visual image. I listened to it, and okay, der Kumpel labert jetzt ständig dazwischen. Das macht er ja schon wie ich. Ich bin auch ständig am Labern. Aber ihr habt schon gesehen, das Ding pegelt hier aus bis 90 Dezibel hoch. Fabrikmaschinen in 90 cm Entfernung steht hier. Also das ist schon ordentlich, sage ich mal. Da burnt schon richtig was ab. Das brennt hier schon richtiges Feuerwerk ab, das Teil. Kein Wunder, denn letzten Endes sind wir hier bei zwei Lautsprechern versehen mit je 1,5 Watt RMS. Wer sich jetzt fragt, was RMS bedeutet, Root Mean Square, kann man jetzt auch nicht viel mehr mit anfangen. Im Grunde genommen ist das eine Einheit eines quadratischen Mittelwertes für ein vorgegebenes Frequenzband. Gut, jetzt seid ihr eigentlich auch nicht viel schlauer, aber besser kann ich es auch nicht erklären. Im Grunde genommen, also 2x 1,5 Watt liefern die Dinge. Das ist für die Größe schon recht ordentlich. Und der Akku hinten hat 500 mAh drin. Und der soll laut Hersteller 3 bis 4 Stunden Musikwiedergabe gewährleisten. Und der Sound, kann ich sagen, also der ist schon ordentlich. Ich lasse mal noch mal eben ein bisschen laufen hier. So, ich bringe das mal ein bisschen aufs Erträgliche. Was ich noch ganz gerne machen wollen würde, ist ein kleiner Test, denn das Ding soll ja eine Freisprecheinrichtung haben, dass ich mal mein Smartphone nehme, das damit kopple und dann das Smartphone entsprechend anrufe, weil hier habe ich gerade keine SIM-Karte drin, also nicht wundern.
Das Einzige, was mir jetzt spontan auffällt, was ich jetzt nicht ganz so schick finde, ist, dass der Tap-Stand keine Ladefunktion hier hat. Also der Tap-Stand selber schon, aber dass ich das Tablet einfach nur reinstecke und das dann entsprechend gleich auflädt, während es hier die ganze Zeit schaut. Gut, ich kann das Kabel nehmen, was von da hinten ist. Das ist ja ein Standardkabel, ein Micro-USB-Kabel. Und ich denke, das Hauptproblem, was der Hersteller Ultron hier haben wird, ist, dass ja im Grunde genommen jedes Tablet seinen Anschluss, seinen Micro-USB-Anschluss ganz woanders hat. Also das hier beispielsweise hier rechts außen, das würde schon gar nicht hinhauen. Wenn man das hier entsprechend laden wollen würde, dann müsste das ja irgendwie so stehen, keine Ahnung. Ich denke, daran wird es letzten Endes gescheitert sein. Ich finde es ein bisschen schade. Aber ich denke, es wird sich gar nicht anders realisieren lassen. Gut, jetzt genug gelabert. Ich will jetzt noch mal ganz kurz mein Android-Handy ranhauen. Auch hier dasselbe Spiel. Einmal, ich komme mal ein bisschen ran mit der Kamera. So. Geräte verbunden, ihr habt es gesehen. Einmal gescannt, gefunden, verbunden. Wir schauen mal hier in die Settings. Sollte jetzt auch beides angehakt sein. Genau so ist es auch. Wir spielen mal hier zum Test einen Song entsprechend ab. Ice Cube is your girl, nigga, what's up? Say he's a gangster, I'm a hustler. Yo, it's either thank ya, or it's fuck ya. I'm down with old John, ain't got to put. Funktioniert. So, und dann rufen wir uns mal an, am besten sogar während wir Musik hören. Ne? Das ist ganz raffiniert, oder? Aha. Da rufe ich auch schon an. Nehme ich das Gespräch mal an. 1, 2. Okay, ihr hört schon, es gibt jetzt hier natürlich eine Rückkopplung, aber funktioniert einwandfrei. Freisprecheinrichtung. Ich kann mich auch entsprechend in dem Festnetz hören über diesen Lautsprecher hier. Insofern funktioniert das also auch hervorragend. Gut, mehr wollte ich erstmal auch gar nicht testen. Dann legen wir hier mal auf. So, und eventuell spielt er jetzt die Musik weiter, wenn alles schick läuft. Und das tut er auch. Ja, das soll es eigentlich auch bis hierher erstmal gewesen sein mit dem Boomer Tap Stand bzw. Dock Tap Stand von der Firma Ultron. Und im Grunde genommen mein Fazit letzten Endes ist, dass ich ehrlich gesagt 69,90 ein bisschen heftig finde für die nicht vorhandene Ladefunktion, die beispielsweise, ja, also klar, es ist schwer möglich, aber irgendwie erwarte ich es von diesem Tap Stand, warum auch immer. Es macht natürlich schon Sinn und ich bekomme es auch ran und ich verstehe natürlich auch, dass die Kompatibilität überhaupt nicht gewährleistet ist. Ein Stereo-Lautsprecher mit Aluminium-Verarbeitung und dem Material oder Metall oder was auch immer es ist, hat natürlich auch seinen Preis. Ein deutsches Produkt hat auch entsprechend seinen Preis. Also es ist in irgendeiner Art und Weise nachvollziehbar. Klar, es gibt es inzwischen auch schon für 60 €, habe ich gesehen. Man muss mal gucken, ist ja relativ neu auf dem Markt. Hier bezahlt man natürlich ganz klar das Design mit. Und letzten Endes bleibt es euch überlassen, ob das was für euch ist oder nicht. Wenn, wie gesagt, das Ding heißt Boomer Dock Tap Stand von der Firma Ultron. Ihr könnt auch nochmal auf der Seite von ultron.de, glaube ich, hier irgendwo gesehen zu haben. Ne, in der Anleitung war das, ne? Ja, ultron.de, nochmal nachschauen, was es da sonst noch so für Produkte gibt. Ansonsten, wie gesagt, das war es erstmal hier von Matt Jackson von Android TV. Bis zum nächsten Video. Tschüss.